Herzlich willkommen zum Vortrag Gefälschte Papiere, Daten verfälschen, um eine richtige Printkarte zu erzeugen. Erstmal meine Person, ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und bei USM seit 2008 etwa. Es geht darum, dass eine Printkarte anders betrachtet wird als eine interaktive Karte. Also jeder Fehler oder jede Ungenauigkeit, jeder Artefakt ist in einer Printkarte immer da, immer an derselben Stelle und wird deshalb viel stärker bemerkt als in einer Online-Karte. Wir kommen jetzt zum Inhalt, da gibt es überhaupt noch Printkarten. Warum müssen die Daten angepasst werden? Wie macht man das und wie weit kann man das automatisieren? Printkarten gibt es ja noch. Es wird immer wieder gesagt, es gibt keine, aber es werden immer mehr eigentlich, eher als weniger. Ein Vorteil ist eine großräumige Übersicht. Es können also mehrere Personen die gleiche Karte gleichzeitig betrachten. Es ist keiner da, der die Karte immer wegzoomt oder hin und her schiebt oder irgend sowas macht und die anderen drehen sich alle um und sagen, um Gottes Willen. Die Karte hat eine größere Übersicht, das muss man auch sehen, als ein Display. Man ist etwas unabhängiger von Akkuausfällen, Strom und ähnlichen Sachen. Man kann also so eine Karte auch jederzeit, sagen wir mal, als Backup mitnehmen. Ich habe also nichts gegen interaktive Karten, um das mal gleich deutlich zu sagen, aber es ist halt eine Ergänzung. Eine gedruckte Karte, die mir runterfällt, die hebe ich halt wieder auf. Das ist beim Handy zwar auch möglich, aber nicht immer ist es dann noch heil. Dann gibt es einen gewissen Dekorationseffekt. Also es gibt Menschen, die nageln sich eine gedruckte Karte an die Wand oder machen davon eine Tapete oder eine Tischdecke oder sonst irgendwas. Gibt da alles Mögliche. Das ist mit dem Display immer schlecht. An öffentlichen Plätzen ist es deutlich einfacher. Erstmal brauche ich keinen Strom. Wie gesagt, gerade da wollen mehrere Menschen gleichzeitig auf die gleiche Karte sehen. Und das ist natürlich etwas stabiler gegen Vandalismus, als wenn ich da im Wald irgendwo so ein elektronisches Display aufstellen würde. Ich kann das ja notfalls auch auf Metall sonst noch anbringen. Warum müssen die Daten für Printkarten speziell angepasst werden? Das ist also zum einen der Maßstab. Bei einer Printkarte ist der Maßstab immer fest. Ich kann also nicht irgendwie wie einer interaktiven Karte einfach sagen, ach, da kann man ja reinzoomen, das geht nicht, dann reißt das Papier. Dann gibt es Probleme. Das sieht man hier beispielsweise bei einer Autobahn aus OpenStreetMap, dieser Ausschnitt, die Autobahn. In Wirklichkeit hat immer den gleichen Abstand zwischen beiden Fahrbahnen. Da gibt es eine Mittellinie und da wird die ganze Sache drangehängt. Bei OpenStreetMap hängen wir das an zwei unabhängige Linien voneinander und genauso sieht das Symbol auch aus, weil einfach nicht genau genug entsprechend gemappt wurde. Das passiert sehr häufig. So etwas sieht man normalerweise in einer interaktiven Karte fast gar nicht. Das merkt man höchstens so aus dem Augenwinkel. In einer gedruckten Karte immer an derselben Stelle ist ein solches Symbol. Also geht irgendwie nicht. Es kommt noch eine zweite Sache hinzu. Wir sehen hier einen Fußweg. Wenn ich jetzt die Karte in einem anderen Maßstab drücke, in einem kleineren Maßstab, so wie hier zum Beispiel, dann sieht die Linie im ersten Moment zwar etwas gleichmäßiger aus für die Autobahn, aber dafür ist mein Fußweg verschwunden. Der ist jetzt unter der Trasse. Es würde auch nichts bringen, den Fußweg zu priorisieren und ihn oben auf die Fahrbahn zu bringen. Das bringt dem Wanderer auch nicht viel. Man muss ihn also verdrängen, zur Seite schieben, damit er weiterhin sichtbar ist und zwar an der richtigen Stelle, nämlich er geht parallel oder ein Stück parallel zur Autobahn. Weiterhin haben wir die Kartennutzung, also die Gruppe, für wen ist die Karte gedacht? Wer ist die Benutzergruppe? Das ist auch hier, wenn ich beispielsweise für einen Straßenverkehr eine Karte mache, dann interessiert sich der Autofahrer dafür, wie ist das nächste Autobahnkreuz oder die nächste Abfahrt zu beurteilen. Selbst wenn mich das Navi führt, ist es unter Umständen sehr sinnvoll, wenn ich weiß, das sind keine Autobahnohren, sondern das sind langgestreckte Kurven oder Brücken oder sowas. Einfach, dass man vorher schon mal einen Eindruck hat, dass häufig ist das nicht möglich, das im richtigen Maßstab zu machen, weil es dann zu klein würde. Dann werden diese Sachen wieder rausgezogen und dann muss ich die ganze Umgebung wieder schieben. Bei einer Fahrradkarte ähnliches, da ist es sinnvoll, den Radweg auf der richtigen Seite darzustellen. Radwege sind noch ein extra Problem, da kommen wir nachher auch noch zu.
Bei einer Wanderkarte beispielsweise gibt es rechts von dem See, ich weiß nicht, ob das so zu sehen ist, gibt es mehrere kleine Wanderwege. In diesem Fall wird es wahrscheinlich eher harmlos sein, aber es gibt auch Fälle, wo diese Wege beispielsweise ein Stück parallel gehen und dann auf verschiedene Höhen auseinandergehen, obwohl sie räumlich eng zusammen sind. Diese Wege sollten sinnvollerweise für den Wanderer erkennbar sein, damit er weiß, das geht nicht da hinten irgendwie auseinander, sondern er muss sich gleich entscheiden. Ganz extrem ist so eine Karte mehr eigentlich eine Werbekarte. Hier wird natürlich ganz extrem geschoben, um denjenigen zu animieren. Da oben ist ein schönes Gasthaus oder die Seilbahn ist besonders schön, und damit er sein Geld dann nach Möglichkeit lässt. Die Grenzen der Auflösung. Das menschliche Auge soll so bei normaler Leseentfernung der Auflösung zwischen 0,15 und 0,3 mm haben. Ich habe diese Werte aus der Wikipedia übernommen. Ich hoffe, dass sie so einigermaßen richtig sind. Die technische Auflösung bei 300 dpi ist wesentlich höher, was auch Sinn macht, weil ich dann eine Fläche wirklich als farbige Fläche wahrnehme und nicht als Punktraster. Aber bedingt auch durch die Auflösung des Auges hat natürlich die Informationsdichte Grenzen. Das heißt, ich muss also Symbole schon um diesen Abstand voneinander trennen, damit das auch zu sehen ist, wenn ich die Karte betrachte. Und ich muss auch damit rechnen, dass derjenige vielleicht nicht gerade Flutlicht hat, sondern unter Umständen nicht ganz so tolles Licht. Und auch dann soll er das noch sehen. Und dann kommt er natürlich hinzu, jetzt kann ich einfach sagen, okay, also ich nehme das alles schön auseinander, dann mache ich meine Karte halt größer und größer und größer. Aber so bei 2x3 Meter wird es dann schwierig, die Karte zu betrachten. Das heißt also, bei A1 ist so ungefähr Schluss, wenn man die Karte noch einigermaßen handeln will. Insofern ist es also immer eine Sache, dass man da ziemlich schieben muss. Die Grenzen der Symbolik, also ich muss die Symbole entsprechend darstellen, eigenständig erfasste Radwege, wenn sie parallel zu Straßen sind, also straßenbegleitende Radwege, die als selbstständiger Weg gemappt sind, sind für eine Printkarte ein Riesenproblem, weil der Radweg um eine Müllbox rumführt, um irgendwelche Parkstreifen oder ähnliches, außerdem freihand gemappt wird, die Straße auch. Und beide laufen ähnlich wie bei der Autobahn nicht parallel. Und dann bekomme ich ein Symbol, das da irgendwie so rumflackert. Um das zu vermeiden, muss ich den Radweg auf die Straßenachse projizieren. Und dann wieder als Symbol auf die Seite setzen. Das ist ein Riesenaufwand, besonders wenn man auch noch beigeht, das haben wir in Lübeck gemacht, dass man die Beschaffenheit des Radweges mit reinnimmt. Dass man also auf Seiten richtig sagt, hier ist der Radweg gut, hier ist er nicht so gut, das sind Stachlöcher, solche Geschichten. Dann muss an der richtigen Stelle der Radweg auch wirklich das richtige Symbol haben, parallel zur Straße, für die er gar nicht gemappt ist, sondern selbstständig erfasst wurde. Und das ist ein ziemlicher Aufwand. Parallele Fahrbahnen, das hatten wir eben schon. Und was man auch noch beachten sollte, wichtige Gebäude, da kommt es wieder auf die Nutzergruppe drauf an. Den Autofahrer wird eine Tankstelle eher interessieren, den Radfahrer vielleicht zum Aufpumpen der Reifen. Ein Fahrradgeschäft interessiert den Autofahrer nicht. Und entsprechend könnte man oder sollte man dann für die Benutzergruppe die Gebäude entsprechend hervorheben, gegebenenfalls auch ein bisschen schieben, oder wird der Supermarkt halt ein bisschen klein, das merkt eh keiner. Wie werden die Daten angepasst? Verzichtbare Details entfernen, das ist eine Technik, die auch die Digitalkarte macht. Aber sie hat es einfacher. Du musst nicht lange nachdenken, der geht einfach bei, alles was stört, weg, kommt in den nächsten Maßstab. Geht hier nicht. Ich muss also mir sehr genau überlegen, was kann ich entfernen. Wenn ich es nicht entfernen kann, ist eine Möglichkeit, eine Sonder- oder Detailkarte zu machen. Das erfordert aber irgendwo einen Platz auf meiner Karte, der unwichtig ist. Also wenn da beispielsweise ein See ist, die Ostsee oder sonst irgendwas, dann kann ich da wunderbar einen Sonderplan reinmachen. Aber diesen Platz muss ich halt haben. Wenn ich den nicht habe, muss ich notfalls eine Extrakarte drucken, aber dann geht es wieder ins Geld, weil jede gedruckte Karte kostet Geld und jedes Blatt kostet einzeln. Unverzichtbare Details entzerren. Ja, wir müssen aufpassen, Symbole dürfen sich nicht gegenseitig verdecken, sondern sie müssen klar voneinander getrennt werden, damit man sie sehen kann, auch wenn es maßstäblich nicht passt. Trotzdem müssen sie aber scheinbar am richtigen Platz bleiben. Das ist jetzt das Problem, wenn ich jetzt beispielsweise eine Burganlage habe, irgendwas, und da ist eine kulturhistorische Kapelle und ein alter Brunnen und ich weiß nicht was noch, der Palast und all solche Sachen. Daneben kommt dann noch ein paar Häuser, dann kommt eine Kirche und dann kommt noch was vom Ort und ich gehe jetzt auf diesen Ort zu. Dann muss der Weg
wenn die Kirche jetzt beispielsweise links von dem Ort liegt, dann muss der Weg so angelegt werden, dass nachher die Kirche auch links ist, auch wenn sie verschoben wurde. Das heißt, ich muss den ganzen Weg mit verschieben. Und immer darauf achten, dass es richtig aussieht. Das ist also immer das Zentrale. Eine gute Karte sieht richtig aus. Ob sie richtig ist, ist eine ganz andere Frage. Erforderliche Beschriftung muss lesbar sein. Das kann ganz schön kompliziert werden, wenn man solche Sachen hat, wie zum Beispiel Seenplatte des vorderalpinen bayerischen Berglandes oder irgendwas, so ein Mordssache, die darauf soll, aus irgendwelchen Gründen. Das sind ja Beschriftungen, die häufig also dann auch gesperrt gedruckt werden, also möglichst breit. Die müssen natürlich in gleicher Schrift, gleichem Abstand und so weiter gedruckt werden. Gleichzeitig muss ich aber darauf achten, dass das nicht mit anderen Beschriftungen kollidiert, dass ich keine Punktsymbole mit irgendwelchen Buchstaben verdecke. Das wird dann also richtig aufwendig. Und es kommt noch eine Sache, man sollte sich überlegen, Position und Richtung der Beschriftung. Natürlich muss ein Straßenname der Straße folgen, das ist ganz klar. Aber der Betrachter der Karte, der möchte der Möglichkeit nicht die Karte ständig rotieren, sondern einigermaßen aus der gleichen Richtung gucken. Und darauf sollte man Rücksicht nehmen. Dann Liniensymbole. Da gibt es auch so eine Sache. Wenn ich, eine 200.000er Karte drucke, das waren früher die Generalkarten, die fürs Autofahren häufig genommen wurden. Wenn ich da zwei Abzweigungen habe, die, 20 Meter auseinander liegen. Erst geht es nach rechts ab, 20 Meter dahinter nach links. Wenn ich da an die Stelle komme, das sehe ich deutlich. Das ist keine Kreuzung, das sind zwei Einmündungen. Wenn ich die maßstäblich zeichne, habe ich eine Kreuzung. Weil einfach im 200.000er geht dieser Unterschied verloren. Das heißt, ich muss also wirklich eine Straße um 100 Meter mal eben verschieben, um die Karte richtig zu haben. Der Betrachter, der nachher da rankommt, der sagt, oh, das ist aber eine genaue Karte. Stimmt ganz genau, erst geht es rechts ab und dann links. Obwohl es eigentlich maßstäblich Unsinn ist. Dann erkennbare Sonderfahrbahnen, das hatten wir eben schon, die Autobahnuhren. Die Radwege nach Möglichkeit seitenrichtig. Die Weite von Brücken ist auch so eine Sache. Wenn ich so ein Gewässer habe, wie beispielsweise die Elbe, wo die Ufer gemappt sind und ich verändere den Maßstab, dann wandern die Ufer aufeinander zu, die Brücke wird kürzer, alles passt. Wenn ich jetzt ein Symbol habe, wie beispielsweise eine Straße, die 1 mm Symbol hat in 200.000er Maßstab, dann habe ich eine Straßenbreite von 200 Metern. Da passt keine Brücke, da passt auch keine Abzweigung, die möglicherweise hinter der Brücke ist. Und wenn ich jetzt Pech habe, dann geht da doch eine Straße so schräg auf diese Abzweigung zu. Wenn ich das jetzt einfach verdränge, dann ändere ich die Richtung der Straße. Das darf ich auch nicht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich irgendwie das Ganze so schiebe, dass an irgendeinem Knick das unauffällig wird. Damit der Benutzer nachher sagt, ja, das ist die Abzweigung, der geht da so schräge weg. Dann kommen noch, Flächen. Nicht den Radweg versenken. Was meine ich damit? Ich habe einen See, um den die Straße so im Bogen rumführt. Alles wunderbar. Da, auf der rechten Seite ist vielleicht noch ein Radweg. Und jetzt muss ich aber das Ganze schieben. Die Straße ist zu breit geworden, maßstäblich. Ich muss das Ganze dann vielleicht auch noch schieben, weil auf der linken Seite irgendetwas ist, was mich dazu zwingt. Und schon muss der Radfahrer durchs Wasser fahren. Und um das zu vermeiden, muss ich dann den See ein bisschen rüberschieben, damit er dann trockenen Fußes da durchkommt. Die Lage zu auffälligen Flächen ist auch nicht ganz unwichtig. Ich möchte ja beispielsweise wissen, biege ich vor dem Wald ab oder hinter dem Wald oder mitten im Wald. Das ist einfach eine Sache der Orientierung. Der Wald ist vielleicht gar nicht so wichtig in dem Zusammenhang. Das ist so ähnlich wie, ich habe Autofahrerkarten gesehen, da sind keine Eisenbahnlinien drin. Vollkommener Unsinn. Natürlich fährt er nicht mit der Eisenbahn, aber er sieht da hinten eine Strecke. Na, und in der Karte ist sie nicht drin. Oder na, dann ist es sofort, bin ich noch plausibel, bin ich an der richtigen Stelle. Also einfach zur Orientierung müssen auch teilweise Sachen drin sein, die man eigentlich in der Karte nicht unbedingt brauchen würde. Höhendarstellung, das ist auch nicht ganz unwichtig. Ich bin selbst auch berggewandert. Und ein wesentliches Orientierungsmerkmal, gerade in Bergen, ist die Höhe. Wenn ich nämlich eine Abzweigung habe zwischen zwei Wegen oder eine Kreuzung, dann sind diese Wegekreuzungen häufig um mehrere Höhenmeter auseinander, obwohl sie räumlich relativ eng zusammenliegen. Wenn ich beispielsweise eine relativ steile Bergflanke habe, ich habe da aber mehrere Wege, die da längs gehen, dann erkenne ich die richtige Kreuzung an der richtigen Höhe. Und mit GPS ist das ein bisschen schwierig, aber häufig hat man noch einen barometrischen Höhenmesser. Manche GPS-Empfänger haben den sogar eingebaut. Und
dann kann man anhand der Höhe schon mal sagen, nee, ich bin hier was, 15 Meter daneben, das ist also diese Höhe, weil die nächste Abzweigung ist 300 Meter tiefer. Das ist nebenbei auch noch insofern ganz sinnvoll, weil wenn ich feststelle, dass mein barometrischer Höhenmesser immer höher anzeigt und das Ganze auch noch schnell geht, dann weiß ich, der Luftdruck sinkt und dann muss ich damit rechnen, dass ich demnächst Schwierigkeiten mit dem Wetter bekomme, unter Umständen auch ein Gewitter. Wichtig ist auch die Neigung der Wege, gerade auch in der Planungsphase. Der Nutzer möchte schon sehen, geht der Weg jetzt abwärts, geht er aufwärts, wie ist das mit den Höhenlinien, passt das? Ist der Weg schräge oder steil? Entsprechend, wie viele Höhenlinien kreuzt er auf welcher Fläche? Das ist also gerade wichtig, wenn ich irgendwas schieben musste, dann muss ich wieder auf die Höhenlinien achten, eventuell muss ich da weiterschieben. Kommt immer darauf an, wie eng die Situation ist. Automatisieren lässt sich das Ganze praktisch nur in Einzelfällen. Häufig muss ich persönlich eingreifen, also ich wüsste auch keine KI, die das kann. Im Falle von parallelen Fahrbahnen ist es noch relativ einfach, gerade bei einer Autobahn. Ich habe über lange Wege das gleiche Symbol. Ich kann also beigehen und jeweils die Mitte zwischen zwei gemappten Punkten berechnen. Da ziehe ich eine Linie durch und habe eine Stützlinie für mein Symbol, das dann gleichmäßig rüberläuft. Blinde Wirtschaftswege ist auch so eine Sache, die kann ich relativ gut rausschmeißen. Kein Radfahrer will auf dem Acker rumfahren. Wenn der Wirtschaftsweg also auf der einen Seite an einen Weg angeschlossen ist, auf der anderen nicht, das kann ich mit PostGIS relativ einfach rausfinden, dann kann ich diesen Weg rausschmeißen. Damit kann ich auch interaktiv ganze Netze rausschmeißen, die dann praktisch auf irgendwelche Äcker führen. Ausdünnung von Symbolen ist auch so eine Sache. Bei OpenStreetMap sind häufig einzelne, also nur zum Beispiel beim Bahnübergang, sind einzelne Gleise als Bahnübergang gemappt. Wenn ich jetzt im Hafengebiet bin, dann habe ich 5 Gleise, die über die Straße gehen, also 5 Bahnübergänge hintereinander. Wenn ich da jetzt einfach das Symbol dran setze, das sieht unmöglich aus. Ich muss also dann beigehen und sagen, wie weit sind die Symbole voneinander entfernt? Und ich versuche dann möglichst in die Mitte ein Symbol zu setzen. Das ist auch eine Sache, die bei interaktiven Karten wieder nicht ganz so wichtig ist. Eigenständig, da war ich eben schon bei, eigenständig erfasste Radwege, da ist das Problem, das richtige Tag des Radweges an der richtigen Stelle auch neben die Straße zu setzen. Also nicht einfach nur zu sagen, da ist der Radweg, das ist noch einigermaßen einfach, sondern auch entsprechend an der richtigen Stelle. Teilweise muss man da mit eigenen Tags arbeiten, ja, dann Lübeck sehr viel Arbeit mit dem Thema. Ja, ansonsten kann man nur sagen, wer eine Karte macht, eine Printkarte, der sollte darauf achten, dass er beim Schummeln nicht erwischt wird. Das heißt, für den Betrachter soll die Karte richtig aussehen, dann ist er begeistert. Und wenn da wirklich einer beigeht und jetzt, ich sag mal, mit Millimetermaß dann beigeht, und ich habe aber festgestellt, und deine Karte passt gar nicht, das ist ganz einfach, den fragt man einfach, ja, bei welcher Lufttemperatur und bei welchem relativen Luftfeuchte hast du das denn gemacht? Weil Papier verzieht sich ganz enorm unter verschiedenen Umständen und dann bin ich mit dem Thema durch. Ansonsten bedanke ich mich für das Interesse. Wer mag, kann gerne noch mit beitragen. Ja, und vielen Dank. Danke dir auch für deinen Vortrag. Gibt es Fragen? Können online gestellt werden oder hier eben, wenn ich das noch umgeschalten bekomme? Fragen gibt es keine, es gibt nur einen Kommentar. Ja. Ich lese erstmal den Kommentar vor. Keine Frage, schön zu sehen, dass klassische Kartografie heute ihre Nische findet. Bitteschön. Kann man mich hören? Ah, ja, sehr gut. Eine kleine Frage hatte ich noch. Ja. Ich hatte eben gesehen, blinde Wirtschaftswege an Radwegen sollte man vielleicht rausnehmen, aber sie wären ja wahrscheinlich auch wichtig, wenn ich als Radfahrer so eine Straße entlang sehe und sehe, es gehen überall Wege ab, aber die sind auf der Karte gar nicht drauf. Das ist ja wieder dieses... Ist im Prinzip richtig, man kann ja die Absagen selber drin lassen. Ah, okay. Na, also aber das da geht was ab, aber der Rest interessiert dich nicht, okay, weil ich verbrauche damit Fläche und die Fläche ist meistens wertvoll in einer Printkarte. Mhm. Sehr gut, danke. Weitere Fragen? Dann habe ich eine ganz pragmatische Frage. Ja. Mit welcher Software machst du deine Karten? QGIS.
Also alles mit QGIS? QGIS, aber im Zusammenarbeit mit PostGIS, also PostgreSQL. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Sinn macht, in PostGIS oder auch in Post, egal, also mit Select-Arbeiten, Anweisungen zu arbeiten und sehr viele logische Sachen im Vorwege schon in der Datenbank zu klären. Also lieber eigene Text verwenden, eine eigene Spalte machen mit eigenen Text und sagen, dies ist ein Radweg, dies ist das, als auf die Originaltext zu gehen, weil dann kann ich nämlich im Vorwege sagen, wenn er das gemappt hat, dann meint er das. Es sei denn, es ist was anderes. Wenn ich das in diese kleinen QGIS-Felder eintragen will, dann, ja, das wird dann irgendwie etwas unübersichtlich. Und vor allen Dingen kann ich ein Skript machen, das das in Ruhe aufarbeitet, sehe dann, was ist jetzt spezieller als das? Erst kommt das Allgemeine, dann verändere ich es wieder mit dem Speziellen, dann kommt das noch Speziellere und ich kriege dann saubere Texte und kann sagen, okay, ich stelle es so dar. Du baust also einfach nochmal dein eigenes Datenmodell dann? Ich baue da praktisch ein eigenes, ja, wenn man so will, ein eigenes Datenmodell, könnte man sagen, aber es orientiert sich natürlich an dem OSM-Modell, nur ich habe einfach eigene Bezeichnungen, die das Ganze für mich einfacher auszuwerten machen, im QGIS, weil im QGIS ist es ein bisschen schwierig, wenn ich da 1000 IFA-Fragen habe. Klar, das macht die Performance besser. Wie bekommst du dann die Daten in die Datenbank? Das ist relativ einfach. Heutzutage gibt es das OSM to PostgreSQL heißt das, glaube ich. Also kann man sofort rausfinden. Wer Google kennt das. OSM to PGSQL ist es, genau. Das war früher, also als wir die Lübecker Sache machten, war das noch wesentlich aufwendiger. Da hat der nämlich alles Mögliche rausgefiltert. Heute nimmt er ja alle Daten. Früher hat der einfach nur alles rausgefiltert, was den Leuten gefiel, die die Karte gemacht hatten. Dann gab es ein zweites Skript, das hieß so ähnlich. Der hat alles übernommen, aber da war keinerlei Auswertung von Flächen drin. Also Multipolygone habe ich nachher in PostGIS machen müssen. Okay. Heute alles kein Problem mehr, läuft alles, geht wunderbar mit dem Tool. Speicherst du dann zwei Koordinatenwerte quasi, also dort, wo die effektive, korrekte Lage ist und dann noch die, die du kartografisch verwendest? Im Prinzip ja. Ich habe also den String, der sich, Koordinate, die sich aus dem OSM ergibt, die habe ich drin. Und wenn ich schieben muss, dann schiebe ich das tatsächlich, da habe ich eine extra Spalte für. Und im Fall Lübeck war das sowieso etwas komplizierter noch, weil gleichzeitig noch gemappt wurde im Felde und ich die Sachen immer wieder updaten musste. Da darf ich mir natürlich die Sachen nicht kaputt machen, die ich schon verändert habe. Da waren noch x Skripte drin, die wieder geguckt haben, ob der String der gleiche ist. Wenn nicht, dann wird's übernommen. Wenn ja, wird's übernommen, dann werden auch die Texte alle übernommen, sonst werden nur die Texte übernommen. Das war so eine schöne komplizierte Sache, aber ist vielleicht nochmal ein Vortrag wert. Definitiv. Da ist noch einer. Ja, wie gehst du damit oder wie gehst du technisch vor, um beispielsweise dieses Matching der Radwege an die Strecke zu machen, wenn jetzt die Radwege ganz unterschiedliche Segmentlängen haben als jetzt die Straße, die vielleicht weniger gesplittet ist als der Radweg oder umgekehrt und baust du sozusagen dann auch neue, splittest dann auch die Hauptstrecke dann auf dafür und genau. Das haben wir im Fall Lübeck tatsächlich gemacht. Damals waren wir noch relativ unerfahren, da haben wir es sogar in der OSM-Datenbank gemacht. Die Lübecker Mapper wussten Bescheid, insofern hat es keinen Ärger gegeben. Heute würde ich das etwas anders machen, ich würde das in der lokalen Datenbank machen, aber man muss tatsächlich dann, je nachdem wie kleinteilig man da rein will, muss man gegebenenfalls dann auch lokal splitten und die einzelnen Segmente ansetzen. Ich würde immer versuchen, nach Möglichkeit zwischen zwei Straßen einen gemeinsamen Zustand zu machen. Also jetzt im Stadtplan, ne? Beim Stadtplan ist es ja relativ kleinteilig, da sind ja ständig Abzweigungen, das hat mich sowieso unterbrochen, die Straße auch. Würde ich versuchen, das ein bisschen zu generalisieren. Aber da war es tatsächlich so, dass der ADF in Lübeck abgefahren, alle Radwege komplett und die Leute, die haben eingetragen und haben gesagt, oh, und ich habe geguckt und da war ein Schlagloch. Ich habe gesehen, dass die Linie unterbrochen ist. Hast du richtig gemacht. Das war also wirklich dann sehr, sehr kleinteilig.
Du sprichst jetzt immer wieder von der Karte Lübeck. Magst du uns vielleicht noch verraten? Es ist einige Jahre her, es ist über 10 Jahre her. Das war eine der ersten Karten überhaupt. Ich habe sie aber mit. Ich habe sie noch, ja. Wir haben dann noch 10 Minuten, bis es weitergeht dann mit meinem Vortrag. Dann ja. Hol die doch mal vielleicht raus und zeig sie so zur Überbrückung. Kann ich machen. Ansonsten noch Fragen? Dann ein Applaus noch für Wolfgang. Okay.